Servus Leute, es wird Zeit, den Elefanten im Raum zu adressieren. Wie euch bestimmt schon aufgefallen ist, bin ich einer der angsteinflößendsten und imposantesten Menschen, die ihr je gesehen habt. Es wurde bereits bewiesen, dass ich einer der Top 3 angsteinflößendsten Menschen in Österreich bin. Viele Vermutungen sagen auch, dass ich einer der Top 3 angsteinflößendsten Menschen auf der Welt bin. So weit würde ich gehen. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, wie oft ich schon gehört habe. Wer der Herr? Ich habe so Angst vor ihnen. Zu Recht. Aber wie wurde ich so angsteinflößend? Die Antwort ist wie bei den meisten Sachen Übung, 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 Übung. Und wo habe ich geübt? Wo habe ich diese Skills mir angeeignet? Bei den ganz Großen. Bei den ganz Großen in Hollywood. Ich ging vor Jahren einmal nach Hollywood und gleiches Szenario wie hier. Ich biege in einer Straße ein, die Straßen leeren sich. Außer eine Person. Und diese Person, zittrig wie sie war, kam sie auf mich zu. Ich blieb stehen, ganz ruhig. Und er fängt dann an zu erzählen, dass er einer der größten Filmstudio-Chefs hier in ganz Hollywood ist. Und er mag unbedingt was mit meinem Talent machen. Und ihr müsst wissen, bis dahin gab es in Hollywood da schon Filme, aber es gab noch keine bösen Filme. Es gab nur gute. Gute, 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 gute. Deswegen haben wir uns zusammengesetzt und haben gebrainstormt und sind draufgekommen, wir können mich nicht einfach in Filme stecken. Wir müssen Film neu erfinden. Und deswegen haben wir den Bösewicht erfunden. Bösewichte sind die Bösen im Film. Und bis heute habe ich in jedem Film jeden Bösewicht gespielt. Pausiert das Video kurz, schaut euch euren Lieblingsfilm an und schaut ganz genau hin. Es ist vielleicht ein bisschen Make-up im Spiel, aber es bin auch immer ich. Und da ich denke, dass auf YouTube Transparenz und zu wissen, wer die Person ist, wie es so geworden ist, eines der wichtigsten Sachen ist und ich euch nicht vorenthalten möchte, warum ich so angsteinflößend geworden bin, präsentiere ich euch heute die Top 5 meiner angsteinflößendsten Rollen. Die erste meiner Rollen wird euch vielleicht etwas sagen, wenn ihr Fantasy-Filme steht. Der Clip, den ich euch gleich zeigen werde, stammt aus dem dritten Teil dieser Trilogie. In dieser Trilogie war ich so angsteinflößend, sie mussten mich töten. Das ist auch der Clip. Ihr werdet dann gleich sehen, wie ich sterbe. Es war eine der herausforderndsten Rollen meiner Schauspielkarriere. Ich musste so viel mit so wenig machen. Ich habe es aber wirklich gut gemacht. Ihr werdet es gleich sehen. Also macht es schon mal bereit. Es wird eine sehr emotionale Szene. Es wird eine sehr gruselige Szene natürlich. Finger vor die Augen und los geht's. Was schaust du so, Gandalf? Wo? Haben wir den Ring ins Feuer geworfen? Orts! Schaut sie gar nicht! Jetzt haut sie mich da! Boah, schau wie hoch das ist! Boah, ich bin so böse! Böse! Bam! Angst an den Füßen! Im nächsten Film nahm ich die Rolle eines Zauberers an. Über 8 Filme hinweg spielte ich den bösesten, angsteinflößendsten Zauberer der Welt. Der Clip, den ich euch gleich zeigen werde, stammt aus dem Finale, wo ich gerade dabei bin, Harry Potter zu zerstören. Ihr Tod war nicht sinnlos. Aber ihrer wird es sein, weil sie im Unrecht sind. Harrys Herz hat für uns geschlagen. Für jeden von uns. Es ist nicht vorbei. Und was machst du? Confringo! Blöd, Mann! Du bist so blöd, Harry Potter! Ihr alle liebt ja Batman. Batman. Aber ich habe euren geliebten Batman mal nur mit meinem Kopf zerstört. Batman! Oh, fühlt sich gut an. Hau mir auf die Hand. Girl! Du hast mich gesucht. Hier bin ich. Es wird langsam heiß drin. Dürfte ich meine Jacke ausziehen? Oder hast du Angst vor etwas wie der Mossmann? Die nächste Rolle ist eine meiner Lieblingsrollen gewesen. Ich durfte viel essen, ich durfte weird sein, es war einfach perfekt für mich. Ich habe es auch wirklich extrem gut gespielt, man konnte nichts sagen, es war on point. Ich habe nur gerade mit den Studioposten telefoniert und ich darf euch leider keinen Ausschnitt aus dem Film zeigen. Stattdessen zeige ich euch Ausschnitte aus dem Trailer. Aber glaubt mir, es reicht vollkommen aus, um euch komplett anzugacken, noch geschwind Hose wechseln. Und los geht's. Ich bin der schweigende Lämmer. Sie leicht aus der Fassung zu bringen? Der mit 5 Oscars ausgezeichnete Film. Sein Puls stieg keinen Augenblick über 85. Nicht einmal, als er ihr die Zunge abbiss. Inklusive bester Darsteller. Warum denken Sie, zieht ihnen die Haare?
Wartet kurz, Leute, bevor es mit der letzten Szene losgeht, muss ich noch kurz die Kamera umstellen. Ich bin nämlich, ich weiß nicht wieso, ich habe sie jetzt so klein eingestellt für mich. Ah, jetzt kann ich stehen. Besser. Also, letzte Szene. Ich weiß, ihr habt schon sehr viel Angst. Du schwitzt ganz schön schon. Aber einmal muss noch durch. Einmal muss ich euch noch gruseln. Lasst uns klassisch werden. Schwarz-Weiß. Balken runter. Jetzt seht ihr noch mich in Alfred Hitchcocks Psycho. Ich zeige euch natürlich die legendärste der legendären Szenen. Ich und eine nackte Frau in einem Zimmer. Was passiert wohl? Richtig, ich ermorde sie. Oh Gott. Aber ja, genau das passiert. Und ja. Los. Ich bin der Böse, ich bin der Böse, ich erstich dich. Ich bin der Böse, ich erstich dich. Zack, 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 zack. Ratzfatz geht das zuck. So, das war es auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt jetzt ein bisschen weniger Angst vor mir. Bitte. Habt keine Angst vor mir, ich bin einer von euch. Wie immer freue ich mich über ein Leck. Oder zwei. Um lustige und interessante Informationen über den Kanal zu bekommen, folgt mir einfach hier, hier und hier. Drückt auf Abonnieren, damit wir uns öfter sehen können. Hier geht's zum nächsten Video. Hier trittst du der Gangbang. Hier gibt's auch noch ein Video. Und ja, wir sehen uns in ein paar Tagen.